Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, ich habe schon wieder zwei Minisons drinnen, egal. Ein herzliches Willkommen bei Miss Survival. Wir befinden uns da in einer frühen Vorab-Version, sage ich mal. Der Version, ich glaube, 0.6.0. Und es sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Ich schaue gerade ein wenig durch. Es sind ein paar neue Sachen dazugekommen. So wie Handwagen. Okay, die Maus reagiert heftig. Sehr heftig. Bin ich da eh schon so weit hier unten? Ich bin ganz herunten. Muss ich kurz ins Menü schauen von der Maus, weil das ist sehr schnell. Aus was für ein Grund auch immer. Trotzdem schnell. Ist egal, was ich einstelle, es ist sehr schnell. Da meine Axt. Ah, das ist da, da kann man das als die Base setzen. Also ich habe alles auf Ultra. Ich habe alles so hoch eingestellt, wie es möglich ist. Nur das einzige halt die Mausgeschwindigkeit. Ich versuche das nur mal bei mir zu einstellen. Einstellungen. Dann machen wir das dazu und sagen wir anwenden. Okay. Ja, es ist schon besser. So. Schauen wir, nehmen wir uns die Kisten mit. Hä? F ist es. Okay, Objekt ist dann Scroll. Geht jetzt nicht mehr, weil er tragt es ja jetzt über dem Kopf. Das war vorher nicht. Vorher hat er es immer vor sich hergetragen. Aber das ist ja fast besser. Also die Umgebung schaut einmal schon ganz anders aus. Laufen tut sehr gut. Was ist da da? Oh, den kann man ja mitnehmen. Da kann ich es dann einstellen. Ich verstehe. Das war jetzt schlecht. QR. Da. Ich würde sagen, stellen wir es da ab. Das ist klasse, meine lieben Freunde. Das ist super. Jetzt können wir mit dem Wagen da umeinander fahren und können besser die Sachen einsammeln. Da ist auch ein Haus. Dort ist ein Haus. Schauen wir zuerst einmal dort hin. Es ist ja jetzt so viel möglich. Man kann sich, weil ich mit diesen habe, auch ein Wohnmobil nehmen. Dort springt es eh schon mal an. Es ist ja alles neu. Jetzt hoffentlich haben wir keine Gegner, weil wir sind noch nicht bewaffnet wirklich. Aber schauen wir einfach einmal. So. Mit E lässt man auch wieder los.
Was ist das? Was ist da da? Okay, ich schätze mal, dass ich das am Auto anhängen kann. Eh klar, es geht. Ist das klasse? Ist das super? Das heißt, da haben wir, wie soll ich sagen, eine transportable Base. Ne? Also Kleinigkeiten kann man, ich hoffe, da reinstellen. Schauen wir da, was gibt es Schönes? F. Ich kann das tragen, okay. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche, gell? Ah, schau, und da kann ich dann auch einstellen, wie hoch und wie tief. Ich hoffe, das passt jetzt. Schauen wir mal, ob er das umbehält. Ja, dann bin ich zufrieden. Also es ist ganz eine frühe Version, sie beinhaltet sehr viele Fehler angeblich noch, also sehr viel. Es ist halt noch nicht, es läuft noch nicht sauber. Genau, das klappt nicht. Okay, da kann ich auch nichts da. Ein Blatt. Gibt's da Beleuchtung? Ja, mit L für Licht natürlich, sehr klar. Ah, das schaut aber gut aus. Das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Er kriegt ja die Spülfrost einen Wiederbelebungsfaktor für mich. Ich tue jetzt einmal einfach mal alles um. Danke sehr. Und zum Glück haben wir ja unseren Wagen. Da wollen wir dann die Sachen eh nicht erkennen. Das lassen wir da, weil das brauchen wir zum Essen. Für unsere Ernährung, ich hoffe, gibt es da ja Map-K, ist die noch immer nach wie vor. Current Location, wir haben keinen Bleistift, also sehen wir es auch nicht. Ich weiß es nicht, wo wir sind. Wir sind irgendwo auf einer Straße. Vielleicht findet man ja einen Bleistift. So, okay, wo sind nur Häuser? Schauen wir halt dorthin. In der Hoffnung, einen Bleistift zu finden, damit wir wenigstens sehen, wo wir sind, ungefähr. Das schaut aber gut aus, also da, die Grafik, muss ich sagen, ein Leckerbissen mit dieser See. Maren, da sind sicher Gegner. Ich spüre das schon im Urin. Okay, lasst mich noch mal kurz schauen in den Einstellungen. Settings, Grafik, runterscrollen, habe ich gesehen. Na doch nicht. Wo ist denn V-Sync? Ich bin ein V-Sync-Spieler eigentlich. Safe, zurück. Sagen wir mal Safe Game. Dass mir das gespeichert ist. Stellen wir sie daher, so quasi auf dem Sprung. Ja, vielleicht haben wir ja da auch Glück und finden einen Bleistift. Okay, natürlich haben wir nichts, ist eh klar.
Schau, das ist schon da alles neu. Jetzt hey, gut. Drin ist nichts. Ja, sogar ein Benzin. Also das ist jetzt alles neu. Hey, das ist toll. Equip. Das nehmen wir mit. Man ist, schaut euch das an. Einsteigen, bitte. Schau, da haben wir auch noch was. Hm, sehr gut. Aber leider keinen Stift. Aber gut, das macht nichts. Ich finde das Spiel jetzt schon sehr interessant. Ah, L, gell? Ja. Oder ist die Ochs besser zur Verteidigung? Salz. Ich weiß jetzt nicht, ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Er sagt, schau, ich sehe es, ich habe da das, also das ist drüben. Ist das toll. Okay, das ist nebenan. Wahrscheinlich draußen. Pickup. Also das ist... Ich bin voll. Tja, das ist ja jetzt fraglich. Aber ich glaube, soweit ich weiß, kann man hergehen. Die Tab, sollte die Tab nicht irgendwas... Nee, wurscht. Drop. Drop. Ich drop das jetzt einmal alles raus, oder? Okay, ist er nicht reingegangen. Hunger haben wir, ja, das lassen wir alles dabei einmal. Wird das dann mitgenommen? Ja. Also funktioniert nach wie vor. Das ist natürlich sehr gut. So, her mit der Kohle. Nichts. Da ist auch noch was. Streichhölzer. Streichhölzer. Okay, da sind lauter Streichhölzer drinnen. Hm, Wasser, Kanister, Streichhölzer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir haben auch schon was zum Trinken. Und draußen kann man die Sachen zerstören. Jetzt sind die Sachen markiert, die was man eben zerstören kann, beziehungsweise sammeln kann. Ja, lass mich noch mal schauen. Platz haben wir. Was kommt da raus? Ich schätze mal Bretter und ja, na schau. Bretter sind's. Wie das da kann man nicht. Das da wieder, da kriegt man wieder Bretter aus, so wie es ausschaut. Sehr gut. Da wo ich mir auch rein.
Meine lieben Freunde, ich habe viel vergessen, Kopf heraufzusetzen. Mir fällt gerade ein, dass man ja das alles hört in den Lautsprechern. Ich stelle das sofort um. So, passt. Eine Propangasbottle. Okay, es dürfte keiner da sein. Ich schätze mal, das ist so ein Startgebiet. Ist das jetzt durchgefallen? Na, die dürfte da sein, okay. Sind sie da ein bisschen, na? Drop. Drop. Oh je, hab's gesehen. Dies nicht. Da sind unsere Bretter, die wollen wir natürlich behalten. Ja, haben sie einer geschafft. Und weiter geht's. F-Move. Weil. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das da rein tun kann. Nein, das nicht. Aber. Die grünen Flaschen nochmal. Droppen wir das nochmal. Die grünen Flaschen kann man da rein tun. Okay, da kann man sich Getränke aus. So wie nur, so wie den da kriegt, der Cola natürlich. Tja. Trink einmal. Und ich trinke von meinem Kaffee. Lecker. So, alles mitnehmen. Klebeband, sehr gut. Was ist das? Das ist ein Riegel, oder? Essen, immer gut. Jetzt ist es fraglich. Okay, hat sich gerade erübrigt. Es stapelt sich nicht. Also bevor ich da jetzt weiter durchschaue, ich lieber mal Behältnis. Ziehst du den Riegel rein? Und nimm dir die Axt. Die hat mich nur 100%. Dann können wir die droppen. Beziehungsweise schon einsticken. Und in den Wagen schmeißen, weil einen Baum kann man ja noch fällen. Und da sind wir einer. Ah, okay. Batterien. Ein Blatt. Schauen wir gleich auf, vielleicht finden wir ja eine Truhe. Ich muss sagen, ja, die Häuser schauen schon besser aus. Viel besser. Open F-Move.
Na ja, da müssen wir jetzt eh hergehen. Ja, und die Sachen da, da. Alles einstecken. Und reinpacken. Also ich muss sagen, große Inventarplätze. Nicht schlecht. So ist okay. Wir haben ja da Fächer, jetzt weiß ich nicht, ob das untere Fachel. Ach, was bringt? Ja, es bringt, ist natürlich alles nutzbar. Ein Träumchen kann ich nur sagen. Und jetzt sammeln wir alles sein. Oh, das wird ein schöner Start. Ich freue mich schon. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Vielleicht taugt euch ja das. Weil die Hütte ja schon nicht schlecht ist, aber zuerst schauen wir uns an, wir wollen ein Auto natürlich haben, dann wollen wir unseren Wohnwagen haben. Na, wo war das denn? Ah, da hätte ich genau die andere Seite dran. So eben. Da. So, und da, in dem können wir ja von mir aus unser Essen rein da essen, trinken. Die eine Flasche möchte ich da behalten. Dann können wir das da von mir aus da reinhauen. Dann mal das Essen da raus. Alles, was irgendwie der Nahrung dient. Dann ist das unser Nahrungscontainer. Das braucht es, nehmen wir mal später damit. Dann machen wir oben weiter. Ja, da können wir nur so viel mitnehmen. Schau, das kann ich auch mitnehmen. Das ist super. Das ist echt toll. Und das Ganze ist, er tragt es echt über den Kopf. Somit stört das jetzt dann immer. Okay, da die Fächer. Das ist jetzt fraglich. Ich stöße jetzt einmal. Ich stöße einmal da ab, weil ich sehe, jedes Fach. Wow! Dann wir natürlich gleich mal umsortieren alles. Ebrichwecker! Das ist ja gut! Also Moment, mal unsere Nahrung. Dann können wir da von mir aus das eine da, die Zünder haben wir da nicht. Reifelarmor ist es. Dies ist Revolver. Dann kommen da die Streichhölzer rein, das kommt rein. Dann machen wir da herunten jetzt unser Muni. Drei Schuss haben wir. Oh, und wir müssen das Licht abschalten, weil ich habe gesehen, wir verbrauchen ja Batterie. Wir haben da irgendwo welche umeinander eiern. Wo habe ich es denn gesehen? Da.
Dabei sehen wir ja noch was, und wenn es wirklich zu dunkel ist, dann drehen wir das Licht auf, so wie jetzt. Sollte ja was sehen, natürlich. Und nicht blinkt oder mit. Schauen, Moment, wird es jetzt neblig? Ja, mach mal lieber zu, weil wahrscheinlich beginnt das Mist-Event. Rifle-Armor. Ah, das ist ja schon für uns. Ja, jetzt geht das Mist-Event los. Zum Glück sind wir da herinnen. Ich hoffe, das bietet... Da, schaut, da sind die Flaschen. Ich hoffe, das bietet uns einen Schutz. Okay, da kommt ein Brett raus. Da kommen auch Bretter raus. Noch nicht. Sehr spezielle Sachen. Kann man alles vertrauen, verstellen? Ja, Bretter kommen raus, okay. Macht ja nichts, das passt ja. Wir brauchen die ja sowieso. Habe ich hinten nicht zugemacht, gell? Oh ja. Sonst waren die, glaube ich, schon längst drinnen gestanden und hätten uns eingeheizt. Okay, ich bin voll. Soll ich das jetzt riskieren? Da habe ich keine Muni drinnen. Da haben wir die jetzt da um. Die Flaschen kommen woanders hin. Da war es herkommen. Ich und meine Sortierung. Momentan ist es ruhig. So, Store Q. Seht ihr es? So, 5 Schuss haben wir schon. Ich traue mir aber da jetzt nicht weggehen. Wir kennen ja, soweit ich weiß, uns niederlegen. Mit 7. Und sagen wir mal 2 Stunden, oder? Vielleicht ist ja, ja, sehr gut. Das Mist-Event ist vorbei. Schauen wir da nochmal nach. Sollen wir das da mitnehmen? Zerlegen? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher, ob ich da jetzt schon voll. Aber ja, wieso nicht? Den möchte ich gern mitnehmen. Alles, was man irgendwie Sachen verstauen kann, verstauen kann,
Die sollten wir uns mitnehmen. Wir werden es brauchen, vielleicht nicht sofort. Also Doppel-F drücken, zweimal F drücken. Es geht ja darum, dass ich... Platz habe. So, und aber trotzdem nur die anderen Sachen kommen. So, ich danke ganz akrisch. Jetzt ist, lass mich noch mal kurz schauen, fraglich, wohin müssen wir? Mal ganz kurz schauen, das Baumenü mit B aufgerufen. Ist alles eigentlich nun beim Alten soweit? Aber ich denke mal, das schauen wir uns dann nachher an. Wir brauchen ja sowieso zuerst einmal einen Platz. Da oben, die Hütten. Da möchte ich hin. Also ich muss sagen, das Spiel läuft sehr gut. Also von der Performance her kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Heute ist wieder sehr heißer Tag. Aber ja. Und ein Strich in der Landschaft. Ich kriege ja schon einen Verfolger, hey. Das ist neu. Das ist niegelnagelneu. Eine Schaufel. Wir können uns unser eigenes Grab schaufeln, was will man mehr. Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wohin damit jetzt, aber ich denke mal irgendwo, hauptsächlich drinnen. Und gehen wir her und sagen, speichern. Was für Möglichkeiten gibt es nur da? Continue Tutorials. Schaut her, dass man den Loot nur mal respawnen lassen kann. Die Option ist weg. Die gibt es nicht mehr. Bitte magst du das Licht da. Mitnehmen. Da kriege ich Steine raus, ganz sicher sogar. Oder die Ziegel, das kann sein. Schau, 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 schonen, die schön wohnen. Da brauche ich den Hammer. Aber ich glaube, den großen haben wir, weil mit dem kleinen haben wir auch nichts angefangen. Na, da brauchen wir den großen Hammer dafür. Ja, da hätten wir eine Werkstatt da.
Was kriege ich denn da raus? Bretter aus einem Plastik, okay. Bretter dürften da sehr wichtig sein. Also so eins haben wir schon. Brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ja, das ist unser Auto. Drive. Das ist doch... Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? No engine, no battery. Ich meine, ich beschwere mich ja nicht, ne? So ist es ja eh nicht. Tatsache ist, ich habe da eine offene Motorhaube, die was ich gern... Danke. Jetzt fahre ich da schnell runter. Und hol unseren Anhänger. Schauen wir mal, ob das geht. Achso, ich habe mich nur Draht, okay. Ready to dock. Das ist dockt, mein alter Schwede, ist das ein Hammer? Das ist meiner Meinung nach der Hammer. Okay, das ist doch nur ein Fehler, wir werden die Sachen schon noch finden. Ja, ein bisschen umgeschrammt, das klappt schon. Ah, okay, der ist ausgegangen. So. Der Wohnwagen ist da, der Wohnwagen ist da, meine lieben Freunde. Gehen wir her und drehen wir die Hütte um.
Nur ein Stück vor. So, aber jetzt. Jetzt da mal einrichten. Einrichten. Die Sachen einfach in den Wohnwagen. Es ist einmal drinnen, drinnen werden wir es dann umstellen. Stellen wir die Sachen einfach einmal rein. Moment. Na, geht nicht. Da kommt ein klein schützender Charakter. Na, magst du da nicht den Platz? Verstehen? Weil sonst kommen wir nicht mehr rein. Aus irgendeinem Grund komme ich da nicht rein. Okay, crunchen, dann geht das. So, das, jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn wir ja schief stehen. Wir müssen sie gerade hinstellen. Scheinbar. Den kriege ich aber nicht einen, ne? Den. Der geht nicht. Da kann man nicht zumachen. Mara, ich hoffe, dass man jetzt nicht da in die Suppen gespuckt wird. Wenn ich da jetzt den Reifen aufhöre, dass das Auto dann plötzlich nicht mehr fährt. Ah, dürfte ihm nichts ausmachen. Zumindest sage ich jetzt mal so. Geht noch. Wir haben kein Benzin, wir haben nichts drin, bis auf einen Reifen und das Auto fährt. Das ist einmal ein Park, der was mir ganz gut gefällt. Oder ist das beabsichtigt? Jetzt fängt es zum Regen an, oder? Batterien, sehr gut. Schraubenzieher, Bordella. Und wir sind voll.
Wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt verschwunden, komischerweise. Die habe ich woanders schon, aber ich denke mir, wir werden eh nur so viel zusammenkriegen. Es verhält sich ein bisschen komisch. Machen wir da Zügel über. Jetzt erwische ich das nicht mehr, oder wie? Oh ja. Da kann ich rasten. Mitnehmen. Dass ich wenigstens was zum Sitzen hab. In der Bude. Drehen, 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 so. Ich hoffe, dort findet es hier sein Blatt. Ich stehe davor, sozusagen. Ja, weiß ich nicht, ich stehe jetzt. Daher. Wir brauchen ein Lagerfeuer, dass wir eben Sachen kochen können. Das hat aber jetzt Blätter, hm? Okay, ich glaube, so passt das, hm? Das Problem ist einfach, wenn wir schief stängen. Das heißt, ja, gerade hinstellen wäre wirklich da davon Vorteil. Dass es ihm ordentlich dann auch steht, das Zeug. Ein Maschinengewehr. Wenn ich da jetzt schon solche Waffen finde, dann auch nichts Schlimmes. Und das Telefon. Naja, schau, wir haben mehr Zigarette da.
Eine Säge. Das ist sehr gut. Ich glaube, das war da ein kleiner Alki, hä? Wir haben ein Bett. Und wir sind voll. Gehen wir mal her, wie ich sehe, habe ich euren Hunger. Essen wir das? Und das war's schon wieder. Rauchen die Zigaretten. Und da soll ich eine Kleinigkeit trinken. Hunger, Durst. Trink nur was. Flasche leer. Was, ich kann das Bett moven? Oh, das ist jetzt groß. So, essen. So, ich muss ganz kurz schauen, ich habe eine Benachrichtigung gekriegt. Ja, das passt. Okay. Wie schaut's aus? Hunger? Okay, hat er die Dosel noch rein? Ich glaube, die geben ja Wasser auch ein wenig, oder? Ja, also Hunger und Durst ist voll. Fleisch, Veggie. Seht ihr, also wir haben da zusätzliche Balken gekriegt, die gekauft. Was ist das? Das ist, wie heißt das, wenn ich erledigt bin? Also, mir fällt jetzt nicht ein. Ja, schöpft, so heißt. Tja, aber wie spät haben wir es denn ihnen gegeben? 16.50 Uhr. Und ich kann leider noch immer nicht sehen, wo ich gerade bin. Vielleicht haben wir ja ein neues Gebiet schon mittlerweile. Da ist die Mine. Sekunde bitte. So, wieder zurück. Kurz checken. Ja, passt. So. Da auf, da unten waren wir. Schauen wir die Straßen weiter. Hm? Dort ist was, ja. Kurz stehen bleiben. Da nicht. Da ist auch was. So, ich bin nicht mehr am Mund. Wo ist denn mein... Da unten ist er. Das ist uncool. Hallo. Wie denn da jetzt? Ach, das ist aber... Oh, ist das schön? Ist das schön? Ich hoffe, dass mein Wohnwagen wieder kommt.
Was kann ich denn da tun? Kennt das Phänomen jemand? Fahren wir nur mal runter, hm? Ah, der ist wieder da. Gewesen. Der war doch gerade da. Okay. Bleib jetzt stehen. Okay, er ist wieder da. So ein Glück. Ah, da ist auch was. Ja, ist egal, ich hab's dir laufen lassen. Na, haben wir wenigstens frische Luft. Nein, es ist. Das Fass ist weg. Da muss ich mich kurz hinsetzen. Aha, okay, das war wirklich. Nein, er sitzt da. Oder? Zumindest komme ich nicht mehr weg. Ja. Jetzt. Ess ich gut, gell. Ich kann nicht mehr gehen. Jetzt kann ich wieder gehen. Wir sind ja jetzt zu halbwegs. Wir sind jetzt zu halbwegs im Lot. Hätte ich jetzt doch anders machen sollen. Stimmen her, oder? Wieder her, oder? Es hakt ein bisschen. Ein bisschen durchs Haken, okay. Aber es ist nicht so, dass man sagt, da kann man nichts tun. Nein, so ist es nicht. Ein bisschen frickelig, aber nicht schlimm. Ich sage einmal, es ist schon mehr Wahnsinn, dass das so funktioniert. Dass der Entwickler das so hingebracht hat. Muss ich schon mal sagen, Hut ab. So. So, stellen wir es her, da dabei, der steht, die Kisten noch. Ich glaube, so passt es, oder?
So. Ein Licht war nicht schlecht, eine Lichtquelle natürlich, gell? Was wäre da irgendwas Unsichtbares? So, stimmen dabei da her. Oh, ich weiß schon wieder, was ich wollte. Ich muss da jetzt schauen, das nicht. Das ist 9 mm. 7,62 ist das nicht das? Dazu. Und versuchen wir zu schlafen mit der Taste 7. Versuchen wir zu schlafen. Ich glaube, 2 Stunden, das sollte jetzt ja doch schon hell sein. Hunger haben wir, Durst haben wir. Ja, hell ist, passt. Mal frühstücken ordentlich. Jawohl. Ist da was drinnen? Ja. Trink genug. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was haben wir da? Da können wir die Münzen gerne dazu hauen. Die Flaschen kommen woanders hin. So, warte mal, wo habe ich denn jetzt nur mal schnell meine Werkzeuge? Da. Da soll das natürlich reinkommen. Das weiß ich noch nicht. Die Maus ist nur immer ein wenig. Okay, Werkzeuge haben wir unten, dann gehen wir her und dann mal da oder das rein. Hm? Ist das jetzt eine gute Idee, wenn ich da hingehe? Fahren wir nur ein Stück? Nein, ich will nicht fahren. Und wisst ihr warum? Was ist, wenn der Wohnwagen wieder weg ist? Nein, fahren wir da her. Riskieren wir es, probieren wir es. Wenn wir es nicht probieren, wissen wir es nicht. Außerdem würde ich sagen, tschüss, er ist schon wieder abgetaucht.
Er kommt nicht vierer. Jetzt. Passt. Ja, er hupft ein wenig umeinander. Vielleicht liegt es ja daran, weil wir ja noch keine Räder haben. Und hier verabschiede ich mich. Ich sage danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Ihr dürft ja gerne einen Kommentar da lassen. Und die nächste Folge wird gleich gestartet und auch hochgespült. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.